greifen wir mal die Piraten an. Was halt natürlich jetzt wichtig ist, man sollte alles aktivieren vorm Kampf. Oh, wo fliegt er hin? Mach mal ruhig. Nachdem es aktiviert ist, müssen die, die mit... Hey, hey, hey. Oh, nein, 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 nein. Ich hab jetzt... Wieso fliegt da? Ich hab da... Nein! Seht ihr wie... Ach, du alter Schwede. Jetzt verbraucht er unsere Energie. Wenn die alle ist, dann ist alle. Weil wir den Afterburner dran hatten. Wow. Yeshish. Wie schnell ist der denn jetzt geflogen? Alter Schwede. Also die Light Fuelzell, die reicht ja mal gar nicht dann. Wir sind jetzt mal so ganz nebenbei 2000 Kilometer geflogen. Wisst ihr mal, was 2000 Kilometer waren? Dann waren wir am Anfang 5 Minuten unterwegs oder so. Das waren jetzt in 5 Sekunden. Wow. Na. Ist er jetzt vorbeigeflogen, weil er nicht gebremst hat? Oh, jetzt hatte ich Angst gekriegt. Scheiße. Ah, Entschuldigung. Auftanken. So geht das hier nicht. Diese Afterburner, der vervierfacht Multiplier steht hier, ne? Ach du Scheiße. Wir fliegen. Wir haben hier 8,8, 8,8. Das sind 16, 17,5. Dann noch ein bisschen was von unserem Schiff. Das sind 18. Mit dem sind wir 60 geflogen. ja. Ist ganz nett, aber der verbrät ja ordentlich Fuel halt. Wir haben hier noch den Rare drin, der hat Fuel Capacity 156, ist aber halt zwar ein rarer, aber ganz klein halt. Alter Schwede. Der ist auf immer losgeflogen, weil ich den Afterburner angemacht hat. Wenn der an ist, dann fliegt er immer. Egal was eingeschaltet ist. Gut, und der kann hier 1200 mitnehmen. Können wir den Rare verkaufen. Oha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt haben wir hier unten noch einen Platz frei für den Afterburner. Den brauchen wir ja nicht. Nein. Die zwei Geschwindigkeitsboosts, die reichen vollkommen aus. Da können wir uns noch einen Laser kaufen, würde ich sagen, ja. Einbauen. Auftanken. Gut. Zweiter Versuch. Scheiße. Gut. Ja, jetzt können wir alles aktivieren. Der Rest ist nicht so schlimm. Der lässt uns jetzt nicht durchfliegen. Ich glaube, hier stand 60 mal kurzweilig. Von der Geschwindigkeit her. Was ist das da? Nichts. Da hinten sind auch noch Piraten. Aber gehen wir erstmal an die Warp-Tore ran. So, jetzt schauen wir mal, wann wir losschießen. Ja. Nice. Habt ihr das gesehen? Der hat ja mal gar nichts. Waren glaube ich 50 Kilometer oder so, wo wir schon losgeschossen hatten.
Also dieses Targeting-Ding, das hilft um einiges, ne? Die machen uns gar keinen Schaden. Unsere Energie geht zwar runter, weil der lädt ja immer wieder auf. Also die Energie wird ja immer wieder aufgeladen. Schuss, Schuss, weg. Nice. Sehr, 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 sehr schön. Ja, flieh, solange du kannst. Zwar jetzt keine Missiles mehr. Keine Munition mehr, haben sie alles weggeschossen. Und wir haben Level Up. Ach, Level Up, genau. Ich wollte in der Universität noch ein bisschen was lernen. Ja, eure kleine Missiles, die könnt ihr behalten. Können hier den Schild erstmal ausmachen. Ja, wendig sind wir nicht, ne? Wir sollten eigentlich schießen, wenn die weiter weg sind. Bam, bam. Können uns hier so neben Warp-Tor platzieren und dann alles abschießen. So. Open Crit. Geht das nicht? Jetzt versuchen wir mal mit der Hand zu fliegen. Noch Platz haben, oder? No room in cargo? Echt? Hm. Hm, nein. Ja. Wir haben ja jetzt nicht geschossen mit den Missiles und mit der Ammo hier, mit der Munition. Weil ja, ja, wir hatten vor uns, wollten alles durchladen. Dann sind wir losgeflogen, dann hatte ich Panik gekriegt und vergessen zu sagen, ihr müsst die Dinger aktivieren und dann die Projektile mit rechts geklagt. Ja, deshalb ist unser Inventar jetzt auch noch voll. Aber macht soweit nichts, weil die Kisten bleiben ja hier. Kommen wir einfach später holen. Die schießen jetzt einfach mal mit Missiles. Jetzt müsste der auch schon noch weiter schießen vielleicht. 100 Kilometer. 16, da fliegen die Missiles. Sind aber langsamer als wir. Als wir dran sind. Das bringt dann natürlich nicht viel. So. Da ist ein NPC. Ich habe es mir jetzt einfach angewöhnt, immer so zu schießen, dass man ja, also markiert und dann halt was in der Nähe ist draufklicken. Also einfach so markieren und dann kriegt man alles aufgelistet, was da ist. So, Piraten sind 1500 Kilometer. Jetzt könnten wir den Afterburner einschalten. Der ist echt nur für kurze Zeit. Kurz einschalten. Zoom. Und ja, zoom. Jetzt schon sind wir da halt, ne? Ja, nice. Also die ich glaube, dann kann man auch durch die Dead Space fliegen, ohne die Warp-Tore zu nutzen. Na, jetzt dauert es auch ein bisschen länger. Wir könnten dann gleich nah genug sind. Jetzt Stopp machen. Dann einfach von der Ferne hier stehen bleiben. Und von hier dann schießen. Boah, jetzt stehen wir auf dem Kopf. Zwei Missiles. Ach, die bringen gar nicht so viel. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Und der Officer kommt vorbei. Ja. Ach, jetzt habe ich X geklickt. Ich wollte eigentlich anklicken nur.
damit ich versuch mal zu drehen. Der dreht immer wieder auf unten. Also wenn der Autopilot eingeschaltet ist, kann man immer noch drehen. Oh, was ist das? Hideout. Moment, stopp. Autopilot aus. Stopp. Was ist das hier? Das ist ein Piraten-Asteroid. Pirate Hideout Discovered. Be sure you are prepared for a fight before approaching this hideout. They can produce very skilled pirates with very big ships. Okay. Krass. Ja, jetzt ist er durchgeflogen. Jetzt muss ich meinen Schutz aktivieren. Kalibus. Okay. Die drücken jetzt ordentlich was rein hier, wa? Und wieder auf die Station. Ich flieg jetzt mal dran, dass meine Munition auch leer geht. Die produzieren immer wieder Schiffe. Muss man aufpassen. Raider Captain. So, jetzt müsste wieder leer sein. Können wir wieder auf die Station. Nee, da ist noch einer. Energie ist gleich leer. Auto-Target mal machen. Gucken, ob das was bringt. So, jetzt ist die Energie leer. Komm, mach mal Engine aus. Wir können jetzt auch stehen bleiben. Ne, wir kriegen jetzt nur noch Schaden. Ja. Das geht ordentlich los. Ja, schön. Also nicht schön für uns, aber schön, dass es halt, ja, einfach ein bisschen anspruchsvoller wird jetzt wieder. Ah, das war zu knapp. Um da Chip ist nichts drinne. Auftanken, confirm. Und wir haben Epic Heavy Steel gefunden. Gut, gut, gut. Geschwindigkeit können wir einmal rausnehmen und brauchen einen weiteren Energiekern. Aber eigentlich die Hülle könnten wir jetzt verstärken mit dem Ura-Gegenstand hier, aber ich weiß nicht. Ich möchte dann nicht mehr da sein, wenn wir keine Energie mehr haben oder kein Schild mehr haben. Und so haben wir ja eine Hülle. Die müsste für die Flucht reichen. Denke ich. Ja, müsste. Wir machen jetzt einfach hier nochmal einen Energiekern. Gibt es hier noch einen besseren? Assault Battery? Assault Capacitors were designed specifically for a rapid recharge rate. It's as low as storage capacity, but recharges lightning fast. Aha. Also nicht viel Speicherplatz, weil die hat ja 500, die hat nur 450.
aber hat die doppelte Recharge Rate. Das ist auch gut. Also wir können sozusagen länger schießen, weil die schneller alles schneller aufgeladen wird. So, dann wollten wir in die Universität gehen und den Laser Damage hier erhöhen. Projektil Range. Schild Recharge Systems, nee. Armor Technology wollten wir auch nicht. Beaktitor, schneller. Brauchen wir auch nicht. Projektil Range, wir schießen eh lieber mit dem Laser. Also Fuel Burn ein bisschen oben halten und Train Level. Vier Skillpunkte haben wir noch. Setzen wir alles hier rein. So. Und ich glaube, wir nehmen die Munition raus. Das hat mir nicht so gut gefallen. Market. Utility Items. Dann können wir die wieder verkaufen. Nehmen auch übelst viel Platz im Dings mit halt. Im Dings weg. Ja, im Dings. Na, ihr wisst schon, Dings. Im Laderaum. Haben wir den Officer jetzt schon besiegt? War der jetzt schon dabei? Ich weiß gar nicht. Market, Console, Aktivmodus. Ja, wir hatten uns ja auf Laser spezialisiert, also haben es in der Universität gelernt halt für unsere Levelaufstiege. Wenn ihr oben links klickt, und den Avatar. Oh, wir haben gleich neuen Level up halt. Genau, und dann haben wir jetzt Killjobs. Nein. So, hatten wir jetzt alles. Nee, das noch ausrüsten. Repair haben wir nichts. Tanken haben wir schon. Gut, dann auf ein neues. So, da sind Piraten. Sollen wir die erstmal mitnehmen? Oder holen wir uns die Crates hier? Nee, die können wir nachher einsammeln, die verschwinden ja nicht gleich. List Pirates. Gehen wir erstmal den Offizier töten. Wir markieren uns direkt den Offizier. Oh, den müssen wir aufladen. Und da ist der Offizier tot und wir haben Level Up. So, komm, bleib stehen. Müssen hier nicht mehr fliegen. Das Kraftstoff sparen. Ne, wir haben ja ein großes Schiff. Wir haben kein kleines, wendiges. So, wir schießen einfach aus der Ferne. Genau, so geht das. So, Autopiloten wieder einschalten. Sonst fliegen wir nicht zur Crate hin. Crate Damage. Cargo Bay Fuse bereits wieder. Oh, jetzt habe ich die Dings überklickt. Die Medaille. Aber Achievements können wir auch hier lang schauen. 50 Kill 100 Piraten. Den haben wir uns ordentlich gezeigt. Da liegt auch noch Cargo. Wir können nicht aufnehmen. Das ist immer so ein Zwiespalt, was man hier zusammenbaut. Entweder ordentlich Damage oder halt.
die hält gut was aus, ne? Die hat 27.000 Leben. Weiß gar nicht, was hier am besten ist, um die Dinger zu zerstören. Aber dadurch, dass der Offizier jetzt tot ist, kommen jetzt keine mehr raus. Kann das sein? Das kann sein, ne? Aber die schießen auch zurück. Wir verlieren hier Schild. Wo? Das macht irgendwas. Das sieht nicht gut aus. Oder brennt das? Kann das sein? Jetzt kommt wieder ein Raider-Kapitän. So, das ist von der Station hier so ein Bossgegner sozusagen. Den hatten wir ja schon vor uns auch schon einmal. Oh, Schutzschild geht runter. Oh, 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 oh. Also die Barke hält hier ordentlich was aus. Weiß gar nicht, ob wir das schaffen werden. Diese Runde, ob wir nochmal tanken müssen. Der hält jetzt unsere Schilde. So relativ oben. Aber dafür geht halt die Energie dann schneller runter, ne? Wenn der hier immer wieder aufladen muss. Der Schildbooster. Aber gut, verschießen halt unsere Energie jetzt und dann. Schau mal, also er hat jetzt schon 12.000 nur noch, also weniger als die Hälfte. Spätestens beim nächsten Mal ist er dann tot. Und die brauchen halt lange, ne? Bevor sie schießen. Der macht 100 Damage. Der macht 150. Hat immer mehr als die. Der macht nur 50. Die Missiles machen gar nichts. Schießen die nicht mehr? Doch. Aber wir haben keine Energie mehr. Also nochmal zurück. Hau den Pilot an. Mach ich halt immer an, weil sonst fliegt der immer so komisch hier drumherum. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Also es wird jetzt auf jeden Fall anspruchsvoller. Man merkt einen Unterschied. Jetzt hält unser Viewport natürlich ewig. Aber gut, das ist klar. Wir haben jetzt nur noch 10 km/h anstatt 60. So. Das zerlegen wir alles. Dann tanken, reparieren. So, ich guck noch mal kurz wegen diesen Ship Upgrades. Dieses Targeting System. Dieses Targeting System has advanced technology allowing for Power Ranger Sensors that deliver long range target logs. Also auch für Laser, gut. Dann lassen wir den drinne. Bräuchten wir jetzt hier bei der Station nicht. Weil das ist ja egal, ob wir dran fliegen oder nicht. Was wollte ich jetzt noch? Wir könnten noch einmal lernen. Und dann können wir Ship Oh, Hangar ist voll. Ja.
Und was ich auch letztens gesehen habe hier in unsere Rezepte, wir müssen halt die Sachen halt alles im Schiff Inventar haben. Es geht nicht, wenn die eben hier im Hangar sind. Wir müssen halt kommen so rum. Also legen den Mining Gläser rein, dann können wir hier auf Cargo gehen und dann sind die Einzelteile hier zu sehen, die also was es halt braucht. Ne, immer zwei Materialien dazu. Und ja, das muss halt im Cargo sein. Das macht es ein bisschen komplizierter. Man muss halt erst gucken, was man braucht. Legt alles ins Cargo rein. Oder lädt sich halt alles rein. Das geht natürlich auch. Gut, wir haben aufgeladen, aufgetankt.